Wir haben nach Alarmierung durch die integrierte Rettungsleitstelle einen Einsatz bekommen. Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Bibelsbach, Gemeinde Hohentann. Dementsprechend ist alarmiert worden. Bei Einkunft der Feuerwehr war das Gebäude schon im Vollbrand. Durch zusätzliche Alarmierung, durch nachträgliche Alarmierung wurde noch sichergestellt, um einfach den Brandherd sicher zu bekommen. Im Vollbrand stand das Stallgebäude mit Schweinen von Zucht und Mast, also von kleinen Ferkeln bis große Sauen im Vollbrand. So war die erste Reaktion bzw. die erste Meldung, die wir reingekommen haben. Wir nehmen an, dass die Schweine aufgrund der Hitze erstickt sind und der Rauchentwicklung im Stall erstickt sind. Wir können nicht rauslassen, es war geschlossen, wir können nicht rauslassen. Also sehr wahrscheinlich sind die Schweine durch die Hitze bzw. den Rauch erstickt. Wir sind jetzt circa mit allen Fahrzeugen, circa mit 180 Leuten vor Ort, inklusive der Betreuung, also sprich der BRK. Da haben wir keine Probleme gehabt. Wir haben natürlich aufgrund dieser Situation, da wir Vollbrand gehabt haben, nachalarmieren lassen mit wasserführenden Fahrzeugen, um einen sogenannten Wasserpool mit aufzubauen, damit wir die Wasser- bzw. die Löschwasserversorgung gewährleisten können. Aber Probleme mit Wasser haben wir eigentlich nicht gehabt.